ein Zug nach Norden. Eine Skulptur in einem Park unweit eines stillgelegten Bahnhofs. Sie stellt einen Hund und einen Mann dar. Der Hund steht, der Mann kniet. Seine Arme umschlingen den Hals des Hundes. Sein Kopf ist leicht geneigt. Die Augen des Hundes blicken über die Ebene, die sich linker Hand vom Bahnhof bis ins Unendliche dehnt. Die Augen des Mannes sind starr, geradeaus gerichtet. Sie blicken über den Rücken des Hundes hinweg, auf die von Unkraut überwucherten Schienen, über die seit langem kein Zug mehr gefahren ist. Das Dorf, zu dem der stillgelegte Bahnhof gehört, ist menschenleer. Ein paar Natur und Einsamkeit liebende Städter wohnen in der schönen Jahreszeit noch hier, aber sie haben alle ein Auto. Und da ist auch noch der alte Mann, der sich im Park herumtreibt und behauptet, er habe die Skulptur des Hundes gemacht und als er ihn umarmt habe, weil er ihn sehr liebe, sei er selbst zu Stein geworden. Fragt man ihn, wie es möglich sei, dass er trotzdem noch da sei, ein lebendiger Mensch aus Fleisch und Blut, antwortet er schlicht und einfach, er warte auf den nächsten Zug nach Norden. Niemand hat das Herz, ihm zu sagen, dass es keinen Zug mehr nach Norden gibt, dass es keinen Zug mehr nirgendwohin gibt. Man bietet ihm an, ihn im Auto mitzunehmen, doch er schüttelt den Kopf. Nein, nicht im Auto, ich werde am Bahnhof erwartet. Man bietet ihm an, ihn zum Bahnhof zu fahren, zu egal welchem Bahnhof im Norden. Er schüttelt abermals den Kopf. Nein, danke. Ich muss den Zug nehmen. Ich habe Briefe geschrieben an meine Mutter und auch an meine Frau. Ich habe geschrieben, dass ich mit dem Zug um 8 Uhr abends ankomme. Meine Frau erwartet mich mit den Kindern am Bahnhof. Meine Mutter erwartet mich auch. Seit mein Vater gestorben ist, erwartet sie mich zur Beerdigung. Ich habe ihr versprochen, zur Beerdigung zu kommen. Ich möchte auch meine Frau und meine Kinder wiedersehen. Meine Frau und meine Kinder, die ich verlassen habe. Ja, ich habe sie verlassen, um ein großer Künstler zu werden. Ich habe als Maler und Bildhauer gearbeitet. Jetzt möchte ich nach Hause. Aber all das, der Brief an ihre Mutter und an ihre Frau, die Beerdigung ihres Vaters, wann war das? All das war, als ich meinen Hund vergiftet habe, weil er mich nicht gehen lassen wollte. Er klammerte sich an meine Jacke und an meine Hose und jaulte, als ich in den Zug steigen wollte. Da habe ich ihn vergiftet und unter der Skulptur begraben. Die Skulptur gab es schon? Nein, ich habe sie tags darauf gemacht. Ich habe hier über seinem Grab eine Skulptur meines Hundes angefertigt. Und als der Zug nach Norden kam, habe ich ihn ein letztes Mal umarmt und bin an seinem Hals zu Stein geworden. Selbst als er tot war, wollte er mich nicht gehen lassen. Aber Sie sind doch hier und warten auf einen Zug. Der Alte lächelte. Ich bin nicht so verrückt, wie Sie glauben. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht existiere, dass ich aus Stein bin und auf dem Rücken meines Hundes liege. Ich weiß auch, dass hier keine Züge mehr verkehren. Und ich weiß, dass mein Vater schon lange beerdigt ist. Dass meine Mutter, die inzwischen auch gestorben ist, an keinem Bahnhof mehr auf mich wartet. Niemand wartet auf mich. Meine Frau hat wieder geheiratet. Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen. Ich bin alt, mein Herr. Sehr alt, sogar älter, als Sie denken. Ich bin eine Statue. Ich werde nicht fortgehen. All das hier ist nur noch ein Spiel zwischen meinem Hund und mir. Ein Spiel, das wir über Jahre hinweg gespielt haben. Ein Spiel, das er in dem Augenblick, als ich ihn kennenlernte, schon gewonnen hatte. Auf die Bäume, auf den fahlen Wald, gekrümmt bis zur Erde und deinem weißen Gesicht
Müde irgendwo, denkst du an mich, denjenigen, der es liebte, wie deine Augen sich schlossen von innen. Kummer begleitet mich, seit ich am Leben bin, in den Bewegungen, Kaskaden, in den Farben von Asche, durch das schmutzige Land. Dämmerungen bergen ihre Traurigkeit. Ein Vogel flog, eine Art Vogel schlecht behandelt, die Flügel aus Eis, die Flügel aus Eis, sie jammerten. Er öffnete seine Wunden im Himmel. Von neuem bleib ich vor dem Haus, wo du mich einst umarmtest. Der fahle Wald stützt sich auf seine müden Äste. Ein Wind schwankt ohne Ziel, verlorene Tage, verlorene Tage, kommen zu mir, nachlässig und blass wie die Wolken. Ja, ich habe sie angerufen. Mein Mann hatte einen Unfall. Ja, ich glaube, es ist ein schlimmer Unfall. Ein sehr schlimmer sogar. Wir müssen nach oben gehen. Er liegt in unserem Schlafzimmer, hier entlang. Entschuldigen Sie, das Bett ist nicht gemacht. Wissen Sie, ich war ein bisschen durcheinander, als ich das Blut sah. Ich frage mich, wie ich es über mich bringen soll, das sauber zu machen. Ich glaube, ich ziehe lieber um. Hier ist das Zimmer, kommen Sie. Dort liegt er neben dem Bett auf dem Teppich. In seinem Schädel steckt eine Axt. Wollen Sie ihn untersuchen? Ja, untersuchen Sie ihn ruhig. Das ist wirklich ein dummer Unfall, nicht wahr? Er ist im Schlaf aus dem Bett gerollt und auf die Axt gefallen. Ja, die Axt gehört uns. Normalerweise ist sie im Wohnzimmer neben dem Kamin. Mit ihr machen wir Feuerholz. Warum sie neben dem Bett lag, keine Ahnung. Er muss die Axt selbst an den Nachttisch gelehnt haben. Vielleicht hat er Angst vor Einbrechern. Unser Haus liegt ziemlich einsam. Er ist tot, sagen Sie. Ich habe gleich gedacht, dass er tot ist. Aber ich habe mir gesagt, es ist besser, wenn sich ein Arzt vergewissert. Sie möchten telefonieren. Ach so, einen Krankenwagen rufen, nicht wahr? Die Polizei? Warum die Polizei? Es war ein Unfall. Er ist ganz einfach aus dem Bett gerollt und auf eine Axt gefallen. Ja, das ist merkwürdig. Aber es gibt eine Menge dummer Sachen, die einfach so passieren. Oh, glauben Sie etwa, ich hätte die Axt neben das Bett gelegt, damit er draufhält? Aber ich konnte doch nicht vorausahnen, dass er aus dem Bett rollt. Glauben Sie etwa sogar, ich hätte ihn geschubst und wäre dann seelenruhig wieder eingeschlafen, endlich allein in unserem großen Bett, ohne sein Geschnarche, ohne seinen Geruch? Hören Sie, Herr Doktor, das glauben Sie doch nicht wirklich, Sie können doch nicht... Stimmt. Ich habe gut geschlafen. Seit Jahren habe ich nicht mehr so gut geschlafen. Ich bin erst um 8 Uhr morgens aufgewacht. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Es war windig.
Die weißen, grauen, runden Wolken spielten vor der Sonne. Ich war glücklich und sagte mir, bei Wolken weiß man nie. Vielleicht würden sie sich auflösen, sie zogen so schnell dahin. Vielleicht aber auch zusammenballen und als Regen auf unsere Schultern niedergehen. Mir war das egal. Ich liebe Regen. Übrigens fand ich heute alles wunderbar. Ich fühlte mich so leicht, als wäre ich eine Last losgeworden, die mir seit langer Zeit... Erst dann habe ich den Kopf gedreht und den Unfall bemerkt. Ich habe sie sofort angerufen. Ach, Sie wollen ja telefonieren. Da drüben steht der Apparat. Sie rufen einen Krankenwagen. Sie lassen die Leiche abholen, nicht wahr? Der Krankenwagen ist für mich? Sagen Sie, das verstehe ich nicht. Ich bin noch nicht verletzt, mir fehlt nichts. Mir geht es sehr gut. Das Blut auf meinem Nachthemd, das ist Blut von meinem Mann. Es ist herausgespritzt. Krücken der Sonne. Gestützt auf zwei stabile Krücken bewegt sich die impotente Sonne über das Tal und fährt das Boot durch die Wellen der Musik. Ein Gemälde füllt sich mit allen Farben. In den Blicken entzünden sich die Sterne und im letzten Moment setzten sich die Reisenden im Boot auf ihren Schultern ihre Toten und werfen einen Blick zurück zur Erde.